Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft the World. Ja, wir versuchen hier irgendwie unsere, die Sachen hinzukriegen, hier diese Türme und so. Oh, guck mal, da ist der Turm schon fertig, das ist schön. Müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall hier haufenweise von diesen Türmen bauen, weil sonst wird das nix. Damit wir zumindest hier mal diese Geschichte irgendwie in den Griff bekommen. Oh, wir haben keine Quarze mehr. Ach stimmt, ja, da war ja was, genau. Können wir das zumindest zum Geldfarmen nutzen. So, nochmal zwei weg. Und es haben sich 12 Monsterportale geöffnet. Ja, eh nur 12. Komm, ist überhaupt kein Thema. 12 Monsterportale, das schaffen wir. So, gut, hier, Moment, wenn die schon mal da sind, dann werden wir hier auf jeden Fall noch ein paar Quarze kaufen, auch wenn die sehr teuer sind. Gut, wobei so teuer auch nicht. Kaufen wir 3 davon. So, bitte holen, danke. Sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich genügend Betten? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Mir fehlt ein Bett. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof, wenn ich jetzt echt ein Bett zu wenig habe. So. Aber gut, ich habe eh noch ein mehrstöckiges Bett, habe ich eh immer noch anzubieten. Das kommt dann dahin. Ja, passt. Dann haben wir zumindest genügend Betten. Und apropos, jetzt müssen wir auch mal schauen, natürlich Bier in Massen. Fehlt natürlich, so, hier das und ein bisschen Fleisch und hier ein bisschen von dem Fisch und ein bisschen von dem Brötchen und hier auch ein bisschen Pilz. So, alles gut. Okay. Gut, und ansonsten, Moment, was? Hilfe! Wo war das? Hier, da, genau. Einfach nur, damit wir das dann irgendwann mal wieder wegbekommen. So. Gut, dann setzen wir da noch einen hin. Und bauen gleich noch einen neuen oder zwei neue vielleicht sogar. Ja, einen mal, weil mehr Kristalle haben wir nicht. So, hier das Portal mal kurz hinsetzen. Und dann schauen wir mal, wie gut das dann wirklich funktioniert hier. Oh nein, ich werde angegriffen. Oh mein Gott, was für eine Schande. So, und was haben wir hier? Baumäßig, glaube ich, sind wir ja doch schon relativ fortgeschritten. Gut, Meisteralchemie und Meisterbewaffnung fehlt noch. Aber ausrüstungstechnischer Natur, gut, ich meine, der hat noch gar nichts. Das ist natürlich blöd. Der hat noch echt gar nichts. Der hat wirklich noch gar nichts. Ey, gar nichts hat der. Ja gut, wenn der gar nichts hat, dann wird der wahrscheinlich zumindest hier so eine Spitzhacke bekommen. Und möglicherweise auch ein Schwert. Aber, naja. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, ich hätte eher vielleicht das Mithril für die Türme sparen müssen. Aber naja. Wird so auch irgendwie gehen müssen. Und ich sehe gerade, apropos. So, machen wir da den da. Damit wir da ein bisschen rankommen. Und dann graben wir da auch nach hinten. Damit das alles ein bisschen auch schön aussieht. Ja, ihr wisst ja, ich stehe da drauf. Wenn das alles halbwegs schön aussieht. So. Und irgendwo werde ich wieder angegriffen. Ist aber okay. Ja, da. Oh, ach, da liegt Mithril rum. Müsst ihr schon mitnehmen, Leute. So, und gleich noch einen Turm, weil wir müssen auf jeden Fall die Dreier-Geschichte da fertigen. Okay, keinen Turm. Weil die Kristalle noch nicht drin sind. Okay, na gut. Bin echt gespannt, ob das dann irgendwie ausreicht so. Ich glaube ja fast nicht, aber schauen wir mal. So, einmal da drauf. Einmal da drauf setzen, danke. Warum ist das Portal jetzt so schnell weggegangen? Weiß man nicht so genau. Na egal. Ah, die sind alle? Was? Warum sind jetzt... Warum haben sich die ganzen Portale aufgelöst jetzt? Hä? Spiel? Das Spiel betrügt mich ja. Da brauche ich mich aber nicht wundern, dass da nichts weitergeht. Na super, was ist hier los? Ach Gott. Wegen diesen einen Gegner, weißt du? Eins und Gegner macht so Probleme, das ist ja bitter. Oh! Bitte helft hier mit! Helft verteidigen! So. Ja, sieht grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt aus. Also könnte durchaus sein, dass das Früchte trägt, das Ganze. Hier diese Abwehrstellung.
Das Gute ist halt einfach auch, dass wenn die drei hoch sind, dass die halt dann der Blitz auch durch die Gegner durchgeht und weiter überspringt auf andere Gegner, was dann natürlich vorteilhaft ist in dem Fall. So, machen wir da nochmal. Dann machen wir da nochmal. Machen wir da nochmal. Machen wir da nochmal. Und da und da. So, okay. So, jetzt brauche ich aber noch drei, müssten wir noch machen. Drei wären noch gut, dann hätten wir es. So, zwei. Oh, jetzt haben wir. Ach, jetzt haben wir kein Glas mehr und kein Silber mehr. Was ist denn da jetzt los? Silber brauchen wir auch einen Bahn. Okay. Alles gut soweit. So. Bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob das reicht, aber naja. Oh, da ist eine tolle Spitzhacke. Komm, nehmt die doch bitte mit. Vielleicht sollte ich da ein Doppelportal machen. So. Mythril. So, das dauert noch ein bisschen, bis die da den Weg ganz nach hinten gemacht haben. Okay, dann machen wir da auch noch ein Portal. So, sehr schön. Ja, irgendwo werde ich angegriffen, ist okay. Das akzeptiere ich mal. So, dann einen weiteren Turm da hinsetzen. Habe ich denn jetzt die Mithril-Spitzhacke? Haben wir schon. Okay, Mithril-Spitzhacke. Und dann ein Schwert wäre noch gut, ein Mithril-Schwert. Geht sich nicht aus, weil wir noch einen Bahn brauchen. Ja gut, machen wir da mal. Machen wir da mal zwei. Passt. So, dann müssen wir aber dann echt schön langsam schauen, dass wir da vielleicht wirklich mal mitmachen bei diesen. Ach Gott, was ist denn jetzt wieder los? Boah, diese. Oh, diese Leute, ne, die einfach hier so schlecht sind. Obwohl sie gut ausgerüstet eigentlich sind. Der hat ja sogar schon einen Mithril-Helm. Nein, nein, eine komplette Rüstung sogar. Und trotzdem stirbt er. Das finde ich jetzt nicht gut. Schlechter Zwerg. Ja, finde ich nicht gut. So. Gut, aber da. Ja, natürlich können wir da auf einmal wieder irgendwas nicht machen. So, und das verlängern, das verlängern, das verlängern. Zack, zack, zack. Wie sieht es da nach hinten aus? Ach, das ist wieder so ein Wasserbottich. So. Und einen Turm brauchen wir noch, damit wir das vervollständigen können. Ich bin so gespannt, ob das wahrscheinlich wird es zu. Was ich hab. Nee, das gibt's nicht, dass ich. Dass mir ein Quarz noch fehlt. Ich habe doch da drei Quarze gekauft. Ach du. Okay, ja gut, dann müssen wir wohl abwarten. Es dauert noch ewig, bis der hintransportiert wird. Okay, das Bier ist schon wieder leer. Hey, ihr fresst zu viel Zwerge. Ich kann euch da echt nicht helfen, wenn ihr dauernd so viel fresst. Ja, dann weiß ich nicht, was ich da machen soll. Er wird schon irgendwie werden. So. Oh. So, jetzt schauen wir mal, wie gut das jetzt funktioniert, ohne dass wir uns einmischen. Das sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus, hätte ich gesagt. Einzig, das ist ein bisschen doof, aber ich glaube, da machen wir einfach den da, ja. So. Gut, jetzt kann ich das Ding noch nicht umdrehen, weil da das Monster drin steht. Tötet den bitte. Hm, muss das sein, dass der so blöd da drin steht? So, okay. Na gut. Wäre ja grundsätzlich nicht so verkehrt. Die Frage ist nur, ob sich die dann selber irgendwie reparieren. Weil ich kann da ja nicht dauernd dann reparieren irgendwie. Das wäre ja auch blöd. Gut, weißt du was, der bekommt einen Eisenhelm, solange wir nichts anderes anzubieten haben. So. Und Gott, wir brauchen schon wieder Fackeln. Wir haben schon wieder fast keine Fackeln mehr. Und wir haben, was fehlt uns jetzt? Natürlich wieder Harz. Super. Gut, da würde noch genügend von dem Zeug rumliegen. 7. Wie viel ist da ganz? Okay, 5.
So, ich hoffe, dass die jetzt entsprechend das richtige Zeug holen, aber sieht gut aus, hätte ich gesagt. Ja, wunderbar. Bringt das Harz heim. So, ein paar Schafe könnten auch mal wieder töten, wenn die schon alle hier rumlaufen. Ja, toll. Bitte Schafe töten, danke. So, okay. Dann warten wir noch, bis dieser eine Turm dann fertig ist. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das da dann... Ich glaube, wenn ich die Wand wegmache, ist wahrscheinlich sogar klüger. Vermute ich mal. Schauen wir mal. So. Gut, das will jetzt wieder keiner mitnehmen. Okay. Kann ich denn Mithril-Bahn machen? Weil jetzt ist egal, Türme haben wir genügend. Okay. So, ich habe 51 Wimpse. Ja, Wimpse, die jetzt hoffentlich hier Sachen holen. Oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Aber theoretisch, na gut, die holen wahrscheinlich jetzt überall Sachen, nur nicht da, wo ich will, dass sie Sachen holen, befürchte ich. So. Ich wäre froh, wenn der eine Turm dann irgendwann mal reingetragen werden würde ins Lager, dass ich den da dann auch setzen kann. Aber der liegt immer noch hier rum. Okay. Ja, wenn das so ist, dann ja, hilft nichts. Muss ich halt warten. Wie viel Gold haben wir? 125 Gold. Toll, natürlich haben sie alles mit, außer den Turm. So. Abwarten. Ja, ich glaube, es sind trotzdem fast noch zu wenige. Ich glaube, ich muss dann noch mal drei machen. Aber ja, gut, fürs Erste, glaube ich, reicht es. Es ist echt eine gute Möglichkeit, Gold zu farmen. Oh nein, ich habe einen niedrigen Gesundheitswert. Wo denn? Oh, Moment. Ich habe keine Ahnung, warum das die... Achso, weil wir da fast am gegnerischen Feld sind, ne? Jetzt ist echt die Frage, muss ich jetzt wirklich an so einem Raid teilnehmen? Dann wahrscheinlich ja schon. So, und die haben das geschafft. Boah, jetzt, das ist jetzt, da bin ich jetzt echt ein bisschen... Nee, das gefällt mir so nicht, dass die das geschafft haben, hier einfach das einzunehmen. Diesen Kristall, den müssen wir leider wieder zerstören. Das tut mir furchtbar leid, aber der muss zerstört werden. Komme, was wolle. So. Vernichten. Moment, haben wir jetzt das Schwert? Haben wir immer noch nicht gemacht? Ich dachte, das habe ich schon gemacht, das Schwert. Ist immer blöd, wenn ich mich da nicht dran erinnere, ne? So. Wo ist der andere jetzt hingelaufen? Gott, die laufen da einfach davon. Feiglinge! Warum ist das so dunkel eigentlich? Habe ich schon mal erwähnt, dass hier echt viel Gold rumliegt überall? So. Die laufen irgendwie... Alter, was so feig, die fliehen da einfach. Wahrscheinlich ist der Kristall da oben auch wieder bevölkert, oder? Stimmt, da ist ja da so ein Ding. Aber da kommen die gar nicht raus. Ja, natürlich ist der auch wieder bevölkert oben, aber das ist egal, den lasse ich bevölkert. Den lasse ich erstmal bevölkert, hätte ich gesagt. So, okay. Wie sieht's aus da unten jetzt? Habe ich den einen Turm? Nee, natürlich nicht. Huch. Da liegt Mithril einfach so rum. Boah, das ist schon echt, also manchmal... Habe ich denn jetzt, ich weiß nicht, habe ich das Schwert jetzt gemacht oder ich mache es einfach nochmal. Ich glaube nämlich, ich habe es nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher. So, und was ist da unten jetzt eigentlich los? Nix ist los da unten, außer dass Spinnen meinen hier, sich verewigen zu dürfen. Oh, ein Buch. So,
Dann machen wir einmal da ein Portal und einmal da ein Portal, weil wir wollen da rein diesen Wasserbottich kaputt machen. Und vor allem diese Spinnen auch kaputt machen. Ja, weil die stören mich am meisten. Ja, komm, machen wir da auch nochmal. Strip Mining! Macht so Spaß. Vielleicht finden wir irgendwo noch Mithril. Aber ich befürchte ja eher nicht so. Gott, ich werde wieder irgendwo angegriffen. Ah, da. Okay. Ja, solange da nicht mehr rauskommen, ist das überhaupt kein Problem. Da funktioniert das echt gut so. Behaupte ich jetzt mal. Ja, doch. Aber ich werde trotzdem noch einen Dreier da vorne hin machen. Und es wäre echt gut, wenn die den Turm endlich mal ins Lager bringen würden. Wahrscheinlich liegen da noch überall zig Türme rum. Oh, ja komm. Wasser ausschöpfen. Was ist denn da oben eigentlich los? Da haben wir die Fackeln falsch gesetzt. Ach hey. Ja, das geht natürlich nicht. Weg damit. So. Gut, dann können wir da jetzt zumachen. So, okay. Ja, dann schauen wir da mal diesen komischen Bottich. Dass wir da irgendwie rüberkommen. So, der Turm ist immer noch nicht im Lager. Boah, Zwerge, das ist manchmal weiß ich echt nicht, was ich mit euch machen soll. Da liegt so viel Gold rum. Ja komm, ich reiß das jetzt echt nochmal weg. Muss ich ihm nochmal drei so Türme machen. Aber kann ich jetzt natürlich nicht, weil ich... Oh Gott, ich habe kein Silber. Machen wir mal 6 Silber. Und kaufen uns nochmal 3 so Kristalle. So. Da ist der Laden. Bitte Laden betreten und 3 Kristalle kaufen. Nein, die sind da. Kristalle? Kristalle da. Wenn wir schon mal da sind, komm. Auch gleich wieder ein bisschen Mana-Tränke und... So. Und ein paar Wimps. Ja, weil wir haben ja nicht genug Wimps. Ihr wisst ja, wie es läuft. Viel zu wenig von denen. Irgendwo werde ich angegriffen. Aber ist okay. Da werde ich... Warum laufen die Zwerge eigentlich immer darüber? Achso, weil da ein Lager auch unten ist, wahrscheinlich deshalb, oder? Keine Ahnung. Na egal. Halb so wild. Aber mir wäre halt das jetzt dann mal wichtig. Aber natürlich der Turm, wenn der nicht heimkommt, dann kann ich da auch nicht viel machen. Wow, du hast einen einzelnen Fleck weggetragen. Ich bin begeistert von dir, Zwerg. Wo läufst du jetzt hin? Ach du, okay, jetzt machst du... Okay, jetzt macht er einen Silber und jetzt klopft er wahrscheinlich den nächsten Fleck weg, oder? Wow, ich bin begeistert. Er klopft noch einen Fleck weg und jetzt macht er wieder einen Bahn Silber, oder? Ja, wow, also diese Zwerge, also die sind so effizient, wie man sieht. Das ist richtig. Okay, und jetzt hat er Angst und läuft davon. Na gut. Nee, er kämpft sogar, ich bin begeistert. Okay, ich sehe gerade, dass die Türme vielleicht doch eher ein bisschen mehr Schutz bräuchten. Wie kann ich denn Sachen eigentlich reparieren? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich schaue einfach, dass ich mehr so Türme irgendwie auf Reserve habe. Dann wird es wohl kein Problem sein. Also falls die irgendwann mal zu heimkommen. Ich habe ja keine Ahnung, wo der Turm liegt. Genauso wie alles andere Zeug, was hier überall rumfliegt, wo ich einfach nicht weiß, wo das Zeug eigentlich ist. Ja, das habe ich irgendwann mal gebaut, aber es ist halt einfach nicht da. Ich glaube, ich muss echt jetzt... Ich lasse die Zwerge jetzt wirklich mal eine Weile Zeug sammeln. Oder ich müsste... Naja, Zeug sammeln ist blöd. Guckt euch das mal bitte an. Ah, Moment mal. Habe ich diesen Item-Sammelzauber?
Kompass, Hornzauber, komm her, Wichtbeschwörung, Zaubersammlung, oder? Durch den Zauber werden Ressourcen eingegangen, die sich, genau, ja, den muss ich, nehmen wir den danach nach unten, weil ganz ehrlich, dann sammle ich eben mit dem ein bisschen ein, weil das, sonst schaffen wir das niemals. So, das ist okay hier. Aber zumindest, dass da ein paar von diesen Dingen einfach eingesammelt werden. Gott, jetzt laufen die wieder alle da irgendwo rum. Ah, oh, brav. Sehe gerade. Die haben den Tunnel ja richtig fleißig vorangetrieben. Darf ich ja gar nichts sagen. Ja, aber ich muss die jetzt trotzdem. Nee, ich muss die jetzt trotzdem einsammeln lassen. Das hilft alles nichts. Kochbuch. Ist das da unten Mithril? Nee, das ist nur so Zeug. Okay. Gegner töten und einsammeln, würde ich sagen, ja. Ob ich das jemals schaffen werde, wahrscheinlich ja nicht. Oh, der Turm ist endlich da. Da bin ich ja froh. So, einmal hierher. Und dann bauen wir doch gleich nochmal drei weitere. Oder einen, weil mir fehlt schon wieder... Ach Gott, ja gut, aber Glas müsste eigentlich genügend rumliegen und Silber auch. Das ist nur wieder noch nicht da. Silber habe ich ja mehr als genug in Wirklichkeit. Ja, liegt ja da. Guck mal, mach mal ein paar Wimpse. So, hui. So, weißt du was, komm. Machen wir so. Ist das ganze Zeug mit dabei. Und wie viel Gold war das jetzt? Hallo? Kein Gold? Achso, da war kein Gold dabei. Ne? Ja, ist okay. So, okay, das Portal ist... Die sind wieder zu. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ne, die Portale sind noch gar nicht zu. Hab mich die Musik verwirrt. So, mehr Türme. Braucht das Land. Wir haben kein Glas. Okay. Oh, guck mal, es kommt wieder. So, und jetzt ist ein Raid gestartet, jetzt wo ich leider wieder mal keine Zeit habe, wie man sieht. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit für einen Raid. Oder sollen wir uns das vielleicht doch mal ansehen? Blöd wäre es wahrscheinlich nicht, hier einfach mal... Nein, nicht so. Angriff! Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Eigentlich müsste ich ja da jetzt... Oh, 36. Das war 36 Mana jetzt. Das war jetzt ein bisschen doof. Das hätte ich jetzt so vielleicht nicht machen sollen. Gott, wie blöd. Habe ich doch echt 36 Mana bezahlt für... Ja. Damit ich da ein Portal mache. Das war echt blöd. Schauen wir mal, was wir hier dann so für Sachen finden überhaupt. So. Wahnsinn, wir machen beim ersten Raid mit. Was für eine Freude. So, und das Ding ist kaputt. Hat es das jetzt irgendwas gebracht? Weiß man nicht so genau. Moment, ich möchte eine. Wo sind meine... Keine Zwerge? Tötet den bitte. Da ist einer von meinen Zwergen. Das sind beides meine Zwerge. So, bitte einmal steuern. Ich muss mal gucken, was da so Schönes gibt. Oh, was ist denn das? Ah ja, ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Oh nein, das war doof. Ja, ja. Jetzt bin ich in einem Verlies gefangen, oder wie? Oh, okay, da ist ein Gegner. Den bitte einmal töten. Oder so. Nein. Ich will da nicht runterfallen. Alter, was machen die da mit den Zwergen? Nein. Oh, wie doof ist denn das bitte? Komm, lass den. Super. Huiuiui. Jetzt schläft der da einfach so. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Moment, ausrüsten. Ich gebe dem mal ein bisschen was zu schnabulieren, ne? So. Ja, jetzt schauen wir mal, was der macht. Geht der jetzt heim? So,
So. Und toll, jetzt weiß der nicht, wie er heimkommt, oder wie? Ein dunkles Labor da unten, okay. Ja, ich weiß nicht, was mit diesen Kristallen auf sich hat, aber ich glaube, die muss ich einfach alle zerstören, oder? So. Na, ist der bald tot? Okay. Und das Ding auch. Und wo ist mein Zwerg jetzt? Ja, ich... Oh Gott. Er kennt sich einfach nicht aus. Komm. Komm, ich helfe dir, bevor du jetzt hier blöd rumstehst und ich weiß, wo du hin musst. Ist ja auch nicht ideal. So, einmal dann nach oben. So, ja, hat wehgetan, ist okay. Aber irgendwie, ich check das trotzdem nicht ganz mit dem Raid, was es da jetzt auf sich hat. Aber wahrscheinlich sollten wir einfach schauen, dass wir hier so regelmäßig mitmachen und immer dann Dinge kaputt machen hier, oder? Oder kann ich da jetzt, kann ich da eine Fackel setzen? Ja, kann ich. Ob das so viel bringt, weiß ich zwar auch nicht, aber naja. So. Okay, da ist eh schon... Was ist denn das? Können wir das kaputt machen? Nee, können wir nicht. Freigeben. So. Ich werde irgendwo angegriffen. Oh. Ja, ist okay. Da kann ich ruhig angegriffen werden, weil das ist ja meine Abwehrstellung. So. Gut. Ja. So soll es sein. So funktioniert es gut. Moment, das bitte kaputt? Das ist schon kaputt. Ach, das wird wieder repariert, oder was? Ne, das kann man... Ja, keine Ahnung. Muss ich halt echt nicht kapieren, oder? Was ist hier eigentlich meine Aufgabe? Okay, finde Geheimnis, töte 10 Skelette. Nee, nee. Ein Menü will ich auch nicht. Aber was sind meine Aufgaben hier? Ich töte den einfach mal. Warum? Oh, niedriger Gesundheitswert, das ist natürlich nicht schön. Ist das der da so vor dem steht und einfach draufschlägt? Weiß man nicht so genau. Und ich habe gesehen, ich habe ein Schwert. So, zack. Sehr schön. Ich würde sagen, dass ich die Zwerge jetzt vielleicht doch alle... Ich hoffe, dass die dann zurücklaufen, weil es wäre blöd. Na gut, wahrscheinlich laufen sie nicht zurück, dann bleiben die alle für immer da drüben. Ja, nicht das auch kaputt machen. So, einmal kurz da nach oben geguckt. Ja, aber ich muss jetzt echt sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt meine Aufgabe genau ist. Da müsste ich mir jetzt die erste Folge nochmal ansehen. Will ich natürlich auch nicht. So. Na schön. Oh, ein Skelett. So. Alles kaputt machen. Ich mache einfach mal alles kaputt hier. Das werde ich zu meiner Aufgabe machen, quasi. Ja, toll, die Dinger, glaube ich, werden echt wieder repariert, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich lasse die Zwerge jetzt mal wieder alle zurück in die Unterkunft laufen. Ja, und ich werde doch die Dinger da jetzt wieder wegmachen. So. So, ich hoffe, dass die jetzt nicht auf die blöde Idee kommen, da rüber zu laufen. Wir haben eh bei uns selber genügend zu tun. Wie zum Beispiel hier schon wieder ein neuer Angriff kommt, ne? Ja, aber das funktioniert ganz gut. Und vor allem, wenn wir dann jetzt noch einen Turm dazu bauen, dann können die schon machen. Ja, alles gut, alles gut. So. Tada!
War jetzt fast ein bisschen teuer. Aber naja. Gut, aber ich würde sagen, wir werden uns jetzt echt darauf konzentrieren, dass wir unsere Zwerge besser ausrüsten. Oh, da unten ist Mithril. Moment, wir schöpfen das Wasser fertig aus. Das wird natürlich so nicht gehen, klarerweise. Gut, dann eben eins noch weiter in die Tiefe. So. Machen wir das eben von beiden Seiten. Ist ja okay. So. Ja, und da oben dann, okay, machen wir da auch noch Doppelportal und da auch noch ist ja alles gut. Oder ist schon wieder so eine Wasserblase, oder? Oder was ist denn das da jetzt genau? Apropos, ich habe keine Fackel mehr. Weiß zwar nicht, was das mit Wasserblase zu tun hat, aber ich habe keine Fackel mehr. So, bitte einfach Fackeln bauen. So, jetzt haben wir schon wieder kein Harz mehr. Eieiei, das darf doch nicht wahr sein. Ah, gut, da würde viel Harz liegen. Zack. Hui. Und ich weiß jetzt ja trotzdem nicht, also wie gesagt, dass vielleicht sollten wir doch versuchen, da eine Brücke rüber zu bauen. Das müsste ja eigentlich auch gehen. Ist wahrscheinlich besser als irgend so ein komischer Raid. Weil da ist ja definitiv überall dicht. Ja gut, wissen wir eigentlich noch gar nicht, ne? Müssten wir noch schauen. Ja, aber erstmal, warum mache ich jetzt eigentlich wieder? Jetzt habe ich gesagt, ich muss die Zwerge doch auf jeden Fall jetzt mal alles sammeln lassen. Und irgendwie mache ich jetzt schon wieder alles andere, nur nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Das ist ja. Warum läuft in unserer Hütte ein Huhn rum? So, kommen hier ein paar von denen. Ein paar von denen. Ein bisschen von dem Brot, ein bisschen von dem Brot. Ein bisschen, gut, Grillfisch haben wir, also Fisch haben wir eigentlich mehr als genug. Okay. Hier ein bisschen Bier brauen. Es fehlt an Fässern. Gut, Fässer können wir machen. Gut, so. Und ich sehe gerade, die drei Türme sind fertig. Würde ich natürlich sagen, bauen wir das trotzdem fertig auf. Und dann brauchen wir aber trotzdem noch drei Reservetürme. Wieso schlagen sich die jetzt da seitlich durch? Weiß man nicht so genau, ne? Naja, sollen sie machen. Ja, also wenn so ein Vieh direkt reinläuft, dann hat's nicht keine guten Karten, ne? Wie man sieht. So, würde da jetzt diesen Turm irgendjemand schnell hinbauen? Ich wäre euch sehr verbunden, Zwerge. Ja, tun sie natürlich sowieso nicht. Ist eh klar. Interessiert ja keinen. Oh, das ist nur so ein. Okay, das ist nur ein Tunnel. So, wurde das Ding denn jetzt schon gesetzt? Ich könnte natürlich auch eins machen, wenn da ein Zwerg da ist, dass ich den das einfach setzen lasse. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. So, bitte einmal, komm, Steuerung. Nein. Toll. So, und einmal bitte hierher setzen. Zack. Und einmal hier draufsetzen. Zack. So, und leider der dritte Turm ist jetzt irgendwo. Naja, hilft nichts. Der dritte Turm liegt jetzt wieder irgendwo rum oder hat wieder irgendjemand im Rucksack drin. Aber ich muss mir das merken, dass das so viel geschickter ist. Aber ich kann jetzt keine Türme mehr bauen, oder? Oder kann ich jetzt Reservetürme bauen? Wahrscheinlich ja nicht, weil ich keine Kristalle mehr habe. Ja, natürlich, kommt Glas fehlt auch aus irgendeinem Grund, der aber nicht nachvollziehbar ist. So, okay. Mithril. Brauchen wir natürlich auch. So, sammeln wir ganz flott ein. Die. So, und jetzt ist der letzte Turm wieder da. Also nochmal hoch.
Und ich muss sagen, das Gute ist jetzt, glaube ich, wirklich, dass das hier jetzt also eine eher sogar so ein bisschen eine Goldgrube ist. Weil da kann ich sicherlich richtig gut Gold farmen. So, schön, wie ein Zwerg natürlich die ganze Arbeit macht, die eigentlich alle Zwerge gemeinsam machen sollten. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Das ist natürlich... Es ging dann doch jetzt relativ schnell, aber es liegt halt daran, weil ich versehentlich da dieses eine Mana... Toll, eine Schöpfkelle brauchst du nicht. Weil ich dieses eine Mana-Portal da versehentlich gemacht habe, das mich 32 Mana gekostet hat. Ja. Das war jetzt nicht so toll. So, aber geht eh so auch relativ gut. Ich will dem keine Schöpfkelle geben. So, und da ist Mithril. Da müssen wir ganz, ganz dringend dran. Und da ist auch noch Mithril. Da müssen wir auch ganz dringend dran. So, wir graben also den Weg darüber. Und da in das Mithril rein. So, weißt du was, da kürzen wir ein bisschen ab. Sind wir so frei und kürzen einfach ab, ne? So. So, wie steht es jetzt eigentlich mit der Ausrüstung? Was müssen wir alles bauen? Oder können wir jetzt überhaupt noch was bauen? Also die Äxte, auf die pfeifen wir mal, aber zumindest die Rüstungen. So, dann schauen wir mal, können wir eine Mithril-Rüstung bauen? Wäre gut, wenn wir sowas mal machen könnten wieder. Ja, geht sich sogar eine aus. Okay, wunderbar, jetzt haben wir gar keine Mithril-Bahn mehr. Naja, alles ist halt leider so. Kein großes Thema. So, gut, dann können wir da eigentlich hier den da machen. Ach, und da kommt schon wieder ein Monsterportal auf uns zugerast quasi. Oder viele Monsterportale. Aber man sieht, das blinkt schon wieder so nervös da oben. Und da hat sich ein Zwerg wieder kapital eingesperrt. Das ist natürlich wieder ganz toll gelöst. Ja, jetzt weiß er nicht, wie er rauskommt. Ach, diese Zwerge, ne? Es ist mir doch immer eine Freude. Ja, gut. Ach, jetzt ist da drüben auch noch ein Monsterportal. Das ist ja toll. Ja, natürlich, das baut sich alles wieder auf. Okay. Also, das bringt genau gar nichts, das alles kaputt zu machen. Offensichtlich. Ach, die... Oh, die Klauen der Zwerge sehe ich gerade. Das ist ja nicht so gut. Vielleicht sollte ich da eine Abwehrstellung hinbauen. Irgendwie sind meine ganzen Kanonen kaputt, kann das sein? Ne, die ist noch ganz. Okay. Da sind Gegner. Massen. Ah, wunderschön. Das sehen meine Augen richtig gern. Einfach nur viele Blitze, die alle Gegner und auch die Schnecken töten, wenn sie in der Nähe sind. Einfach nur viel Gold liegen lassen. Okay, einer der Türme ist schon wieder ein bisschen kaputt. Aber wie gesagt, müssen wir eben schauen, dass wir auf jeden Fall ein paar Reservetürme haben. Aber es fehlen die Quarze natürlich, okay. Dann kaufen wir uns doch ein paar Quarze. So... Kaufen wir uns 3 Quarze, einmal mit den Wimps ein bisschen durchgewimpst. So, okay, und das passt. Ja gut, komm. Nee, das ist zu teuer. Das Gold bleibt ja eh liegen, hoffe ich zumindest. Was dieser Marker nochmal bedeutet, weiß ich nicht. Das heißt, so viel wie da liegt Zeug rum. Das sehe ich doch eh, dass da Zeug rumliegt, oder? Oder heißt das was anderes? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So. Gut, da haben wir haufenweise Mithril, das ist schön. Das ging jetzt auf einmal wieder richtig schnell hier. Witzig. Oh nein, wo denn? Was zum Teufel? Was zum Teufel macht der da drüben? Hä? Du willst mich doch verarschen. Warum habe ich da jetzt so ein Ding gemacht? Achso, weil ich das Zeug einsammeln wollte. Könnte das bitte irgendjemand einsammeln?
Das muss ich jetzt echt nicht verstehen, wie der da nach drüben gekommen ist, oder? Vor allem, ich brauche das Zeug da. Das muss jetzt irgendjemand einsammeln. Wobei, weißt du was? Komm. Ist besser, ich lasse das, ja? Und mach da den da, auch wenn es richtig teuer ist. Also das muss ich ja echt nicht verstehen, oder? Was hat der Zwerg da drüben gemacht, bitte? Wieso? Oh, da ist richtig viel Mithril. Jo, Bevölkerungszuwachs, das ist ja schön. Das ist also, das war jetzt echt richtig nicht gut, was der da aufgeführt hat, weißt du? So, Schuhe. Ja gut, von mir aus hier Brustpanzer und das Teil und einen großen Rucksack. Und wie das passiert nochmal. Böse Zwerge, böse Zwerge. So. Oh, da ist auch viel Mithril. Da ist noch mehr Mithril. Was, es ist schon... Gott. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Echt nicht. Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Das ist okay. Wo? Ah. Da werde ich gerne angegriffen. Das ist überhaupt kein Thema. Apropos überhaupt kein Thema. Kann ich denn jetzt hier vielleicht da... Da machen wir 3 Reservetürme. Richtig viel Gold. So, ich werde einfach jetzt schauen, dass ich alles, überall die beste Ausrüstung bekomme. Und dann werde ich da einfach durchgreifen. Ich meine, das kann doch nicht sein. Was glauben die denn, was die sind? Ja, diese Viecher. Was bilden die sich denn überhaupt ein? So. Machen wir da auch noch ein Portal hin. Ja, müssen wir überall Erde hinbauen. Und da dann durchgraben. Und da scheinen wir dann noch eine Ebene weiter nach unten zu müssen. Eieiei. Aber Hauptsache viel Mithril. Ja, das ist das Wichtigste. Was, schon wieder? Wo? Boah, ich muss jetzt echt, ich muss diese Monsterwellen überall kaputt machen. Und die Zwerge brauchen wieder Bier. Und anderes gutes Zeug. So, gut. Okay. Oh, ach, richtig viel schon wieder. Ah, das ist echt schön hier, das gefällt mir gut so. Wunderbar. Ja, das Gute ist auch, ein paar werden da auch immer abgelenkt von der Wand. Ich meine, es ist zwar keine Garantie, dass die Türme ewig überleben. Aber zumindest... Ja, normalerweise müssten sich die selber irgendwie wieder heilen. Oh, da liegt sehr viel Geld rum, hätte ich gesagt. Ja. 40 Goldmünzen, wow. Kann ich mir gleich wieder ein paar von diesen Mana-Tränken kaufen. Und ich habe einfach eine Farm gebaut. Das ist jetzt, war zwar nicht unbedingt meine Intention, aber hey, wenn es geht, ne? So, dann kommen noch ein paar von denen. So. Wo denn schon wieder? Natürlich da schon wieder. Okay. Wir sollten aufräumen. Ach Gott, könnt ihr bitte die Fackeln wegreißen? So, danke. Ich glaube, ich könnte jetzt ein bisschen Mithril bauen, ne? So, genau, einmal Erde ranbauen, dann einmal da weitergraben. Oder so. Da auch weitergraben, da ist noch mehr Mithril.
Ach ja, so schön, wenn wir hier haufenweise Rohstoffe bekommen. So, Moment, dann werden wir jetzt gleich mal hier, wie gesagt, ein paar. Oh, 12 Bahnen, das ist ja wunderbar. Und eigentlich müsste ich eine Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Wo liegt die Rüstung rum? Jetzt laufen die alle wieder irgendwo hin. Ja, ich bin es ja eh gewohnt. Gott, könntest du den. Bitte, könntest du. Wir müssen diesen Gegner unbedingt töten. Der nervt so richtig da. So. Ich hoffe, das war's. Du, bitte töte diesen Gegner jetzt endlich. Der nervt, Alter. So, nun gut, okay. Ja. Ach, weißt du was, komm. Jetzt endlich mal wirklich alles töten. Es muss ja nicht sein, dass da laufend überall so viele Gegner rumkriechen. Und ich merke gerade gleich wieder ein bisschen Mana ausrüsten. Da 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 da. Mana, brauche ich doch ganz viel und viel. Und ich sollte vielleicht aufpassen, wenn ich immer so Doppelportale mache, die ich nicht brauche. Wie hier, da habe ich jetzt, glaube ich, ein Dreifachportal gemacht. Gut, wobei. Zwerge, was ist los mit euch? Würdet ihr ein bisschen mehr zusammenhelfen, um die Gegner zu töten? Wahrscheinlich brauche ich das Dreifachportal ja doch irgendwie. Gut, und wenn wir schon mal dabei sind, Elixier der Wahrnehmung. Ne, was kann ich denn da Schönes machen? Was ist denn das andere? Elixier des Eispfeils wäre wahrscheinlich praktisch. Jetzt haben wir keine Pilze mehr. Okay. Und Elixier der Wandlung machen wir auch. Meine, wir, ja, jetzt haben wir auch keine Pilze mehr. Ich meine, wir haben zwar eh keine Zauberer. Noch nicht. Aber es sollte ja doch irgendwann mal kommen, oder? So, gut, das wäre erledigt. Oh, da ist noch ein kleines Becken. Das sieht ja seltsam aus. Einfach so ein Becken mittendrin. Okay. Und wir graben uns jetzt da mal rein, hätte ich gesagt. Es interessiert mich, dieses Becken. Gut, wahrscheinlich habe ich ihn in derselben Sekunde dann wieder vergessen. Also von dem her. So. Doppelportal, Doppelportal, Doppelportal. So, einmal da und einmal da. Dann können wir da auch gleich einen Klumpen ransetzen. Die Dinge müssen raus. Ist denn jetzt irgendwie meine Rüstung schon verfügbar? Nee, keine Ahnung, wo die Mithril-Rüstung ist und auch die Mithril-Bahn, die ich mache, das geht alles sehr langsam, muss ich feststellen. Und okay, jetzt schlafen die alle, das ist grundsätzlich okay. Sollen sich erholen vom Kampf. Und die sind immer noch am Elixier transportieren. Und die holen von da oben. Ach so, ach hey, da oben ist wahrscheinlich irgendwo die gute Küche. Und da holen die die Sachen. Okay, na gut. Wenn es denn so ist, dann ist so. Ist okay. So, wo habe ich jetzt eigentlich reingegraben? Ach da, ja komm, vergiss es. Machen wir nicht. Der macht da Elixiere und der läuft da runter. Wo lauf der jetzt eigentlich hin? Das würde mich jetzt interessieren. Weil die immer da nach unten laufen. Wahrscheinlich in dieses Lager, oder? Weißt du was? Ich mache jetzt die hier auch mal tot, weil das nervt nämlich auch schon lange hier. Tja, und wenn wir schon mal da sind. Nee, sonst haben wir dann nichts. Nicht wirklich, nein. Gut. Haben wir die auch? Was war denn das gerade? Ein Fisch, der sehr stark leuchtet. Okay. Ja gut, wenn er meint. Oh. Die Spinne hat den großen Zauberer getötet. Gold. So. Gut, aber die Frage ist jetzt wirklich, wie kommen wir darüber? Sollen wir da wirklich jetzt immer irgendwie so bei diesen Raids mitmachen?
Oder sollen wir versuchen, eine Brücke zu machen, eine große? Ich bin da echt jetzt überfragt. Also Brücke wäre mir lieber, weil diese Raids, das finde ich insofern blöd, weil man hat es ja vorher gesehen, dass die Zwerge da dann einfach meinen, hier drüben bleiben zu müssen, im feindlichen Gebiet, was natürlich echt nicht klug ist. Ja, muss man klarerweise sagen, das ist echt nicht klug, behaupte ich jetzt mal. Nee, behaupte ich nicht, das ist definitiv so. So, wie sieht's hier aus? Ja, das hält alles wunderbar durch. Überhaupt kein Thema. Gut, wobei die Türme schon halt kaputt werden, auch mit der Zeit. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die bei dem Lager dauernd machen und überhaupt. Warum kann es denn sein, dass die Portale verschwinden von selber? Irgendwie habe ich da mittlerweile das Gefühl, dass die nicht zeitlich auslaufen, sondern dass die auf einmal verschwinden, wenn sie zu lange existieren. Fände ich jetzt nicht so geil. Ja, toll. Wo denn? Ach Gott, immer. Weißt du, egal wo Gegner sind, immer meine Leute. Nö, ich habe Angst vor den Gegnern. So. Gut, den Weg weiter treiben, das passt. Dann machen wir da einmal zu. Habe ich denn jetzt die Rüstung schon? Moment, da muss ich beim anderen schauen. Nee, keine Ahnung. Also, dass diese Rüstungen immer ewig brauchen, bis die irgendwie mein Lager finden, das ist halt echt bitter irgendwie. So, diese Schöpfkellen kann man zerlegen, die braucht kein Mensch. Genauso wie diese Schleifsteine kein Mensch braucht. Und was sind das? Diese Fallschirme braucht doch auch keiner. Weg damit. So. Was haben wir denn noch Schönes hier? Diese Helm, gebrochener Helm. Huch, nein, das nicht. So. Aber, genau, ich wollte ja gucken, was brauchen wir denn Schönes? Ja, ich meine, wir brauchen natürlich Brustharnisch und Helme brauchen wir natürlich in Massen. Also können wir auf jeden Fall gleich nochmal so ein Brustharnisch basteln. Ach, weißt du was, wir machen gleich zwei. So. Weil man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja, warten wir ab, bis das Mithril-Klümpchen weg ist. Ja, eieiei. Mehr Mithril. So. Gut. Und diesen Stein auch. Ich könnte natürlich jetzt trotzdem Magier machen. Schauen wir mal, ob wir dann später mal Magier machen. Also einen Zwerg mit einem Zauberstab ausrüsten. So, okay. Ah, mehr Mithril. Ja, ich freue mich über jeden Mithril-Klumpen, den ich finde, auch wenn es 100 Jahre dauert, bis die zurück ins Lager irgendwie finden. Aber man kann nicht alles haben. Wir haben dafür echt viel Geld. So. Ah, und da unten ist schon wieder das Todesmeer. Oh, ich werde angegriffen, okay. Wieder da oben, oder? Ja. Ach, so schön. Ist immer wieder ein schöner Anblick. Wobei der eine Turm echt schon fast kaputt ist. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen, dass sich die schneller wieder reparieren, als die kaputt schlagen. Wobei ich jetzt echt am Überlegen bin, ob ich nicht diese Mauer wegreißen soll. Weil vielleicht geht das dann noch effektiver. So. Münzen. Sehr schön. So. Und wie sieht es da hinten aus? Haben wir es da dann auch bald? Ja, sehr schön. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
So. Ach Gott, jetzt kommt schon wieder eine Monsterwelle. Tja, gut. Wie gesagt, ich meine, ich weiß ja nicht mal, ob ich da eine Brücke bauen kann. Ich probiere das jetzt. Wisst ihr was, Leute? Ich probiere das jetzt trotzdem mal, hier eine Brücke zu bauen. Und zwar bauen wir die aus diesen Steinen. Dann machen wir ganz viel von denen. Wenn das Monsterportal... Obwohl, eigentlich könnte ich das jetzt gleich holen. So, was kostet denn da ein Portal? 5. So, dann schauen wir mal. Wie gut das funktioniert. Da eine Brücke rüberbauen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Schauen wir mal. Ich meine, theoretisch müsste das ja gehen. Aber wahrscheinlich schlagen die sofort kaputt, die Gegner, oder? Na, wo kommen die Leute? Okay, keine Zwerge. Okay, jetzt laufen. Ach Gott, die sind jetzt alle da unten irgendwo. Okay. Ja, gut, ich meine. Was habe ich mir erwartet? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich mir etwas erwartet, was ich... Oh, guck mal, 2 Brustharnische sind geliefert worden. 2 Mithril-Brustharnische. So, du bekommst auch einen. Sehr schön. So, 14. Und was bringt der? 16, okay. Ja, gut, dann. Könnten wir aber eigentlich sogar den da austauschen. Na gut. So, man weiß nicht genau, was passiert. Aber vielleicht kommen dann Zwerge irgendwann mal und bauen da was auf. Wobei die natürlich jetzt überall rumlaufen, nur nicht da, wo ich sie bräuchte. Ich meine, das ist okay, die graben da. Ja, ich sollte nicht, vielleicht ihnen nicht 25 Aufgaben gleichzeitig geben. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, Leute. Irgendwie habt ihr ja recht. Aber andererseits muss das gehen. Ich habe ja 14 Zwerge. Ja. Warum dürfen die das eigentlich, während ein Monsterportalangriff offen ist, dass die da sich auch noch rausportalisieren? Finde ich eigentlich nicht okay. Ja, langsam aber stetig sinkt die Abwehr der Türme trotzdem. Also halt die... Die Leben der Türme. Oh, niedriger Gesundheitswert. Das ist nicht gut. Sollte man vielleicht den Gesundheitswert etwas erhöhen. Da erhöhen wir auch nochmal. So. Ja gut, die halten schon ein bisschen mehr aus. Und ist da jetzt schon was gebaut worden? Nö. Aber jetzt doch nicht. Ich habe noch, ich sehe... Gott, tötet diese Viecher einfach. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So. Ich sehe großes Potenzial, dass wir das vielleicht doch irgendwann mal schaffen. Schon wieder ein niedriger Gesundheitswert. Ach Gott. Da. Ich bin gespannt. Ob wir das irgendwann mal schaffen. Wahrscheinlich ja nicht. Jetzt laufen die alle darum. Natürlich, weil die jetzt alle den töten wollen. Okay. Ihnen fehlt wahrscheinlich nur ein bisschen Ansporn in Form von Bier. Wahnsinn, die haben den ganzen Fisch gegessen. Was ist denn da? Ach, ein Raid wurde wieder gestartet. Ja, der ist mir egal. Diesmal der Raid. Der Raid ist mir diesmal egal. Wir versuchen, das Ganze mit anderen Mitteln zu lösen. Komm, ich mache das jetzt anders. Ich mache da Erdklumpen als Hintergrund hin, oder? So. Die Erdbrücke. Ja, keiner kommt und will das machen. Weißt du, kein einziger. Ihr lauft aber jetzt... Sind da Zwerge von mir jetzt rübergelaufen? Nee, oder? Ich hoffe ja doch nicht, weil sonst, das kann ich so nicht tolerieren. Und wurde schon, nein, es wurde noch kein Erdklumpen gesetzt. Das ist
Bitter, aber naja. Vielleicht sollte ich doch einen Zwerg kidnappen und den dann Erdklumpen setzen lassen. Das wäre wahrscheinlich sogar das Geschickteste. Schauen wir mal, ob da einer kommt. Ja, die sind natürlich alle irgendwo unterwegs. Ist einer in der Heimat? Wo ist denn meine Heimat überhaupt? Wo ist meine Basis? Wo ist meine Basis? Basis? Bin ich jetzt doof? Da ist meine Basis. Ah, guck mal, da ist sogar einer da. Du kommst jetzt zu mir. So. Du gehst jetzt da rein. So. Und ich werde schon zeigen, wie der Hase läuft, ne? So, bauen. 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 Willst du mich verarschen? Angreifen. So. Sehr schön. Okay. So. Ja, es scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, so wie sich das gedacht worden ist. Wahrscheinlich ja nicht, ne? So. Oh nein, jetzt wachsen da natürlich wieder Ranken drüber. Naja, egal. Sollen Ranken drüber wachsen. Ist okay. Ich baue da einfach eine Brücke aus Erde drüber. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das so gut ist. Aber gut, ich hätte. Also ich habe euch ja gefragt, was euch lieber ist, aber jetzt habe ich die Frage natürlich schon wieder selbst beantwortet. Wieso sind da drüben Zwerge von uns schon? Ich werde. Es wartet hier schon Besuch. Das ist ja toll. So. Und damit das eine vernünftige Brücke ist, müssen wir da natürlich jetzt auch Ziegelmauern drüber setzen. So, leider muss ich euch da unten einsperren, Zwerge, weil ihr so blöd rumsteht. Kann ich euch echt nicht helfen. So. Gut, dann einmal den da daher. Okay, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber ist okay. Was ist denn das schon wieder? Naja, gut, ich meine. So. Was? So. Und da nochmal. Da ist es schon wieder so Zeug. Ach Gott. Töte den bitte. Würdest du den bitte hauen? Oh nein! Die greifen das wirklich an. Ich meine, war irgendwie fast klar, aber. Aber gut. Wir werden dagegen kämpfen. Ich lasse mir das nicht gefallen. Werden wir einfach schauen, dass wir so schrittweise da noch rüberkommen. Weil zur Not, wir haben ja echt genügend Gold, um uns genügend Mana-Tränke zu bauen. Ja, das ist das Tolle dran. Zu bauen, meinte ich. Zu kaufen, meinte ich natürlich. Na toll, gehst du bitte da raus, danke. So. Okay. Steinmauer bauen. So, gleich alle töten hier. Diese Brücke, wir werden für immer werden wir zusehen, dass diese Brücke standhält. Oh, niedriger Gesundheitswert, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut, aber hey, wir schaffen das. So. Gut, wir hätten natürlich auch warten können, bis wir genügend Mithril-Rüstung haben, aber mir war jetzt einfach danach. Ja, diese Brücke, das mal zu probieren, hier mit dieser Brücke. Ja, lauf doch. Och Gott, Zwerge. Wahrscheinlich werden sie jetzt diese Brücke bombardieren. Mit allem, was sie haben.
So, irgendwo werde ich wieder angegriffen, ist okay. Grundsätzlich. Oh, wir haben kein Bier mehr. Na gut. So. Ich weiß, das ist jetzt nicht so, wie es gedacht ist. Das ist mir eigentlich klar, aber naja. Weil hier ist es halt echt dunkel. Über die Ebene des Todes müssen wir da laufen. Tja, bitte einmal töten. Okay. Wie sieht es da unten eigentlich beim Angriff aus? Da ist der Angriff, oder war der Angriff? War der Angriff da? Ja, liegt auf jeden Fall schon wieder viel Gold rum. Okay. Ja, da könnt ihr euch ruhig aufregen, Zwerge. Aber wir brauchen diese Brücke einfach, um hier den Feind besiegen zu können. Ja, weißt du was, komm. Greifen wir alles an, was da zum Angreifen geht. So. Wir werden wahrscheinlich unten wieder angegriffen. Ja, ist okay. Das ist okay. So, und die Brücke steht. Sehr schön. Weiter geht's. Wir müssen gegen die Ungerechtigkeit der Gegner kämpfen. Komm, wir reißen das alles einfach weg hier. Dieses unwegsame Terrain, das brauchen wir nicht. Kann alles weg hier. So. Gut. Da mischen wir da jetzt einfach mal. Wie viel kostet? Gut, 11. Das ist sogar noch vertretbar, sage ich mal. Dadurch, dass ich ja so viel Energie immer bekomme. So, weißt du was? Achso, da muss ich eine Rückwand setzen. Okay. Gut, dann machen wir vielleicht doch hier so ein paar Zinnen ran. Gut, die Steine kann ich nicht wegreißen. Die Steine kann ich nicht wegreißen, aber naja. So, irgendwer hat da, genau du hast niedrigen Gesundheitswert. So, zack, zack. Und Moment, da auch noch. So, wie sieht es eigentlich jetzt mit Rüstungen? So ein Helm wäre vielleicht mal nicht verkehrt. So ein Mithril-Helm. Ich müsste ja trotzdem genügend Mithril irgendwie vorrätig haben. So theoretisch zumindest. Ja, gut, einen. Einer geht sich aus. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber gut, wir können ja noch 5 neue machen hier. So, und bitte einmal die Wimps zur Hilfe holen. Machen wir da mal welche. Ja, ich weiß halt jetzt echt nicht, ob ich da jetzt nicht fast zu viel des Guten mache. Aber andererseits, komm, ich habe so viel Gold. Von meiner Goldfarm da unten quasi, dass das echt alles irgendwie kein Thema ist, oder? Denke ich mal. Wenn wir das so machen. Genauso wie ich hier auf jeden Fall dann 2, 3 Portale hinsetzen könnte, theoretisch. So. Kommen da schöne Fackeln hin. Und vor allem das Witzige ist, wenn ich die ganzen Viecher töte, dann bekomme ich ja noch viel mehr Gold. Ja. Es wird ja immer mehr dann. Nein, da nicht. Da. So. Ach schön, jetzt kommen die Schafe da. Guck mal. Die Schafe kommen ins feindliche Gebiet. Was für eine Freude. Aber jetzt wird es hier schon heller. Ist das wirklich, weil ich die jetzt schon so weit zurückgedrängt habe, oder?
Und ich glaube, ich mache da jetzt... Eigentlich müsste ich da jetzt einfach so einen Gang nach unten machen, oder? So. Zack. Und da und da. Okay. Ah, das Portal. Nee, das Portal ist schon noch okay. Noch geht das Portal. Oh, ich werde wieder angegriffen. Gold. Mehr Gold für mich. Super. Ja, dann machen wir einfach hier. Warum kannst du hier die. Du kannst hier die Fackel nicht bauen. Da unten läuft wieder einer rum, der irgendwie niedrigen Gesundheitswert hat. Naja, von mir aus. Also das verstehe ich nicht, warum das er hier... Wahrscheinlich wegen dem, oder? Gut, dann reißen wir das wieder weg. So, 7. Ja, komm. Es ist ja egal. Wenn wir irgendwas genug haben, dann ist es Mana. Beziehungsweise Geld, um neue Mana-Tränke kaufen zu können. So, und dann geht's da nach unten. Das wäre jetzt eigentlich so das Ziel von dem Ganzen. Was ich hier mache. So. Da wird es wahrscheinlich jetzt nicht schaden, hier vielleicht doch den... das Wasser auszuschöpfen. Ach schön, die tun mir ein bisschen leid, aber naja, was kann ich dafür, dass die da unten waren? Keine Ahnung, wie die da überhaupt auch runtergekommen sind. So. Achso, das ist eh. Sumpf ersetzen. Ja, toll. Das dachte ich mir jetzt fast. Wasser sammeln. Bitte einmal Wasser sammeln. Schauen wir mal, ob das noch geht hier. Dann können wir da drinnen auf jeden Fall eine kleine vorgeschobene Basis uns aufbauen. Du sollst da Wasser schöpfen. Gott. Wasser sammeln. So, Fackel. Fackel. Oh nein. Keine Fackel, weil zuerst Moos entfernen. Ja, schön, dass wir schicken unsere Schafe vor. Was ist jetzt hier los? Naja, gut, schauen wir mal, was da passiert. Soll er probieren. Ja, offensichtlich funktioniert es eh nicht so gut, wie es aussieht. Okay. Ja, Wahnsinn. So viel Zeug liegt da rum. So, kannst du jetzt Wasser schöpfen dann? Ja, endlich wird das Wasser... Warum sind da Ziegen drinnen? Schafe meinte ich. So. Da graben wir jetzt einfach mal runter bis zu einem gewissen... Obwohl, wir könnten eigentlich da schon... Theoretisch schon machen wir da Strip Mining schon. Ne, da noch nicht, sondern hier in dieser Ebene, hätte ich gesagt. Wo habe ich niedrigen Gesundheitswert? Ach Gott, Leute. Oh, da ist ja richtig niedrig, der Gesundheitswert. Helft denen, die Gegner zu töten. So, das ist dafür weg. Aber wisst ihr, die anderen helfen nicht, ne? Stehen nur blöd rum. Ich dachte, wir sind Freunde. Was ist mit euch? So, langsam kommen wir voran. Langsam, aber stetig. Jetzt ist da schon wieder Wasser. Ich dachte, ich hätte das mit dem... Ja, offensichtlich ja dann doch nicht. Okay, gut. So, 7, das bleibt hier 7. Doppelportal.
Ja, weil da muss nämlich, wird dann der Gang nach vorne getrieben. Und habe ich jetzt eigentlich wieder mal genügend Fackelmaterial? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Fackelmaterial da. Ja, gut. Ist wahrscheinlich, ja, natürlich ist es das Harz. Natürlich ist es das Harz, das fehlt. Ja, aber wir werden die Basis so erobern, auch ohne irgendwelche Raid-Mechaniken oder so. Wir schaffen das ohne. Wir machen das auf die traditionelle Weise, nämlich brutal. Ja, warum nicht? So, ja, gut. Haben wir schon einen Helm hier, da? Ja, wir haben da schon einen Helm, super. So. Und, ach, guck mal, jetzt haben wir auf einmal doch noch eine Rüstung. Also, ich verstehe das echt nicht, wo das Zeug immer herkommt. 8? 8, okay, die sind gleich gut in dem Fall. So. Und wir gehen da trotzdem ganz nach unten. Und boah, dieses Schaf muss leider sterben. Es tut mir leid, Schaf, du musst sterben. So, wo sind meine Zwerge? Ach, die Gurken jetzt natürlich hier rundherum, weil wir da immer noch Sachen zum Bauen gemacht haben. Wie jetzt habe ich hier natürlich noch einen Block rangesetzt. Ja, komm, und ich möchte schon, dass das halbwegs sauber ist. Von dem her machen wir trotzdem wieder zwei, drei Sachen gleichzeitig, weil da ist auch ganz viel Mithril. Da vorne ist auch ganz viel Mithril. Jetzt verstehe ich das natürlich, warum dass ich das so gemacht habe. Absolut. So, machen wir da auch noch ein Doppelportal. Oh nein, niedriger Gesundheitswert. Wo denn schon wieder? Oh Gott, Leute. Muss das denn immer sein? Hm? Könnt ihr nicht auf euch aufpassen? So. Wo haben wir denn da welche? Da, der, zack, zack. Also nee, ein drittes bekommst du nicht. Bin ich zu geizig für. So, genau. Ja, jetzt sind da ein Haufen Gegner. Aber komm, wir besiegen die. Was passiert? Okay. Ich sag mal nichts dazu. Boah, dass ja immer diese Gewächse so schnell wachsen. Und ich werde da unten schon wieder angegriffen. Gut, aber die Türme halten Stand. Das ist die Hauptsache. Noch zumindest. Aber das ist richtig gut. Also diese Gelddruckmaschine dort, das ist echt wow. Richtig gute Investition für die Zukunft, sage ich mal. So, ja. Ja. Und. Über 50 Münzen auf einen Schlag. So, so viel Mithril. Da freut sich mein Gemüt über so viel Mithril. Ja, ich bin YouTuber, natürlich bin ich geldgeil. Und Mithril bringt einfach viel Geld, quasi. Ne, in dem Fall ist es einfach für die Rüstungen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Brauchen wir ja. Brauchen wir ja alles. So, apropos Rüstung. Wie viel Mithril haben wir denn jetzt anzubieten? Ah, wir haben 6 Bahn. Na gut, dann könnten wir eigentlich... machen wir noch ein paar Schuhe, oder? Einmal Schuhe und einmal Helm. Komm, machen wir so. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, und wie geht's an der Front zu? Komm, dann machen wir da wieder ein Dreifachportal, weil da muss natürlich mehr weitergehen. Und ich sehe gerade, das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn da dauernd Wasser reinkommt. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss das anders bauen. Komm, wir bauen das anders. So, machen wir da überall dahinter noch Erde hin. So, das kommt weg. Da kommt noch ein Erdklumpen dran. So, so in etwa machen wir das.
Oh nein, jetzt kommen die Flatterviecher da unten rein. Das gefällt mir gar nicht. Ja, dass wir da einfach so ein kleines Becken zwischendrin lassen. Da, wo jetzt diese beiden Leitern dann sind. Ein Buch des Magiers. Damit es da dann quasi zwar reinregnen kann, aber das hier in dem Becken aufgefangen wird. Moment, da können wir da sogar ein Dreifachbecken machen. Obwohl, nee, da machen wir da dann zu. So, da wird dann auch zugemacht. Dann können wir das eigentlich auch gleich mal. So, obwohl da... Nee, wo kommt dann die Leiter runter? Da kommt die Leiter dann runter, haben wir gesagt, ne? Ja. Oh nein, ich werde wieder angegriffen. Oh Schande. So. Also da, wo die beiden Leitern sind, das ist die Pufferzone fürs Wasser. Okay, und wenn ich den Sumpf abgrabe, da kommt offensichtlich auch Wasser raus. Kann das sein? Ah, das ist ja lustig. Okay. Ja, macht ja irgendwie auch Sinn, ne? So. Oh nein, ich werde angegriffen. Immer noch. Okay. Ja, gut. Das hält Bomben fest. Da brauchen wir uns überhaupt nichts denken. So. Meine Bergarbeiter laufen da rum. Haben wir jetzt hier das ganze Mithril rausgeklappert? Nee, noch immer nicht. Also müssen wir immer noch hier arbeiten mit ein bisschen Portal-Power. So. Auch wenn ich natürlich dann immer jammere, dass das alles so lange dauert, aber das hilft nichts. Das hilft doch alles nichts. Almithril müssen wir schon rausziehen. So, es wäre aber gut, wenn wir das da dann fertig machen würden bald. So. Noch ein Portal. Oh, ich sehe gerade, dass das richtig... Was ist denn jetzt los? Ach Gott. Moment. Das war... Verdammt. Das war jetzt nicht gut. Okay. So. Wir müssen den Zwerg rächen. Das ist ja jetzt echt bitter. Jetzt ist der einfach da, der so ein Zwerg gestorben. Verstehst du? Das finde ich jetzt nicht gut. Schon wieder? Wieso haben die dauernd alle niedrigen Gesundheitswert? Boah, diese... Oh Gott, ja. Und wisst ihr, obwohl der eigentlich volle Rüstung hatte. Also, oder hatte er volle Rüstung? Nö, ja, vielleicht doch. Man weiß nicht, weil bis die Zwerge das Zeug wieder zurückbringen. Wir wissen ja, das dauert jetzt wieder eine Weile. Ja, das ist aber echt dann blöd. Also, ich muss da wirklich schneller reagieren, offensichtlich. So, nimmt bitte irgendjemand den Rucksack auch mit. Danke. Tja, schade eigentlich drum, ne? Haben wir das Zeug jetzt? Nee, haben wir immer noch nicht da. Okay. So, die Geschichte ist fertig. Das ist gut. Ja, das ist jetzt mein kleines Refugium da unten für den... Genau, für den Vortrieb. Damit wir den Gegner unterirdisch besiegen können. So, meine Brücke steht noch. Ah, wir haben da noch zwei Fackeln zu setzen, offensichtlich. Juhu, ein neuer Zwerg. Warum? Wie ist das jetzt passiert? Weiß man nicht. Aber er bekommt natürlich gleich hier Sachen. So, und einen blöden Helm und sowas. Und, nee, wobei, welcher ist besser? Der Harnisch ist besser. Und dann eben diese Stiefeln. So. Der Tunnel wird weitergegraben. Was mache ich da? Ich weiß nicht genau. So, und die anderen sind jetzt alle da unten am Mithrilisieren. Also, die sind eh die Portale noch alle offen. Das passt. Und jetzt haben wir natürlich da unten... Ach Gott. Was haben wir denn da jetzt gemacht? So, müssen wir so machen.
Nein, jetzt, das ist nicht schön. Jetzt können wir da nicht hoch. So, wie sieht's aus? Ich werde angegriffen. Die Türme sind aber alle noch heile. Das ist okay. Ja, komm. Hol mal wieder das Gold. Ich warte mal, bis ich 600 Gold habe oder so. Oder 900 Gold wäre cool. Oh, jetzt ist das Portal da oben weg. Okay, machen wir noch eins. Wie gesagt, an Gold soll es nicht mangeln. Aber ich werde mir die Ausrüstung trotzdem nicht kaufen. Ich werde mir die trotzdem bauen. Im schlimmsten Fall kaufe ich mir vielleicht Rohstoffe, aber auch eher nicht. Also die Intention ist wirklich eher, dass ich die Rohstoffe auch aus dem Berg rausklopfe. Weil grundsätzlich geht das ja ohne Probleme. So. Wir sind Zwerge, wir jammern rum. Weil das können wir ganz gut. Ja gut, bis der endlich mal fertig ist, das wird jetzt noch ewig dauern. Ah, und da haben wir jetzt, okay. So. Ja, der soll ruhig an, ist kein Problem, soll angreifen. Soll angreifen, so, was haben wir da jetzt? Okay, wir sind da jetzt soweit dann durch, fast schon. Also Mithril haben wir jetzt alles, was wir hier sammeln wollten. Und ich hoffe, dass die da unten das dann jetzt hier diesen einen Block noch durchschlagen können. Aber ich habe da Vertrauen, dass die das schaffen, die Zwerge. Oder? Ihr schafft das, Zwerge. Ja, nein, nicht den. Den oben. Ja gut, der unten ist auch okay. Warum kannst du da? Sicher kannst du da? Achso, weil das jetzt zu ist. Okay. So, jetzt aber. Und wir können noch ein paar... Oh, wow. 11 Barren. Gut, das akzeptiere ich so. So, okay, das hätten wir. Sehr schön. Ah, wir haben einen Helm und Schuhe. Okay. Ja, schön langsam. Helm und Schuhe. Oh, Schuhe? Okay, also wir brauchen definitiv keine Schuhe mehr. Vorerst, wir brauchen Helm und Brustharnische. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt noch nicht so viel. Ah, einen Helm könnte ich noch machen. Okay. Ja komm, lass die Bäume hier mal Bäume sein. Zwerge, die sind jetzt echt nicht so wichtig. Boah, ja, ich warte auf den nächsten Angriff. Dann werden die Blitze doch das Restliche dann erledigen. So, nach unten, ja. So gefällt mir das. Tiefer nach unten. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder fast kein Mana mehr. Ich nehme mir Mana ganz, ganz viel. So, reicht. Jetzt sollte ich vielleicht ein paar Tränke wieder kaufen. Ein paar Mana-Tränke vielleicht. Ja, hier so. Komm, ich habe genügend Gold. Also Mana-Tränke. Ja, komm, überhaupt kein Thema. So, gut. Aber schön, dass da drüben auch Rohstoffe sind. Aber witzig, dass die jetzt halt trotzdem alle irgendwie da nach draußen laufen, anstatt da unten sich durchzugraben. Kann ich eigentlich, ich kann eh Minenstrecken auch bauen, oder? Ja klar kann ich Minenstrecken auch bauen. Ich glaube, dass das hier dann eine Minenstrecke wird, ne? Damit wir wirklich effektiv angreifen können, wenn es denn dann soweit ist. So, Minecarts Loren haben wir eh auch zwei. So. Dann packen wir das mal raus und hier zwei Loren rein. Zack. Ach, die graben hier immer noch. Okay. Alles gut. Ja, komm. Ich gönne euch ein Portal. Ich gönne euch ein Portal, weil ich bin ja nicht so.
So, kann ich da... Oh, baue ich eine Eisenbahn. Juhu, wow. Gleich eine zweite Lore drauf. So, dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. Warum grabe ich da nach unten, fragt ihr euch wahrscheinlich. Das frage ich mich selber auch meistens, weil warum ich Dinge mache, die ich mache, das verstehe ich oft selbst nicht. Aber hey, alles kein Thema. Nee, ich grabe da nach unten, weil ich einfach auch sehen will, wo das hinführt. So, in die Tiefe. So, da zwei Gleise noch ran. Tja, und bald können wir da dann so einen Weg nach oben graben. Oder ist Eisen, sehe ich gerade, aber das ist egal, da graben wir uns trotzdem durch. Damit wir da mitten in diese Festung reinkommen. Oder irgendwie unterirdisch reinkommen, ist auch okay. Und dann einfach schrittweise alles kaputt machen. Oh. Ach, jetzt auf einmal werdet ihr richtig schnell beim Graben. Okay, wenn das so ist. Dann macht das doch ruhig so. Juhu, wir haben schon eine kleine Minecart-Strecke. Das freut mich natürlich umso mehr. So, weißt du was, komm, dieses Portal können wir eigentlich gleich voll verlängern, weil das brauche ich sowieso dauernd. So, haben sich wieder 12 Monsterportale geöffnet. Gut, wunderbar. Ja, schön den Tunnel vorantreiben, so gefällt mir das ganz gut. So, und ich werde da drüben wieder angegriffen in meiner Basis. Achso, immer noch von da. Ja gut, sollen sie ruhig machen. Und in Wirklichkeit muss ich da ja trotzdem... die Nischen ausgraben für die Lampen, ne? Also für die Fackeln, damit das auch ein bisschen beleuchtet ist alles. Aber ich grabe die nur auf einer Seite. So. Und, lebt noch alles? Ja, sieht gut aus, wunderbar. Das sieht gut aus so. So. Gut, der erste Turm, der ist bald schon einen Knubbel kürzer, was aber wie gesagt eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil da setze ich dann nur einmal einen drauf und dann ist er wieder voller Energie, normalerweise, also war zumindest letztens so. Ich denke, das funktioniert so hier, die Mechanik, so. Und hier weiter Schiene nachsetzen. Und vielleicht auch noch eine Lore machen, eine weitere. Gut, wobei mit zwei müssten die auch auskommen eigentlich. Oh! Da ist ein fieser Gegner. So. Zack, zack, zack. Und da nochmal ran. So. Da sind wir eigentlich eh schon relativ weit. Ne? Wir infiltrieren die feindliche Basis von unten. So wie es sich gehört. Oh, ich habe gar nichts mehr zu essen. Weil jetzt war ich so motiviert in der gegnerischen Basis, dass ich ganz auf das Essen vergessen habe. Ein Raid wurde gestartet. Ja, ja, der kann schon gestartet worden sein. Ist mir aber egal, weil, hey. Wir haben unseren eigenen Weg. Wir brauchen keine Raids. So, neue Ausrüstung. Ja, ein Helm. Ein Helm ist besser als nichts. So, ein Helm und dann schauen wir mal vielleicht. Eigentlich müssten wir jetzt schon wieder so viel Mithril haben, dass sich locker und brustharnisch ausgeht. Gehen sich sogar zwei. Machen wir mal zwei. Es würden sich sogar drei ausgehen, aber zwei reichen erstmal. Di, 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 di. Naja, gut. Aber ich würde sagen,
Liebe Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ja, wir haben eh schon wieder vollkommen überzogen, aber es hat einfach so Spaß gemacht heute. Und ja, ich bin gespannt, wie es uns geht hier mit unserer kleinen vorgeschobenen Basis, nenne ich es mal, mit dem wir einfach die Feinde dann in die Knie zwingen werden. Ja, aber wie es weitergeht und das sehen wir in der nächsten Folge. Mich würde interessieren, wie euch mein Vorgehen hier gefällt. Wir nehmen nicht die Spielmechaniken wahr, sondern machen es einfach anders. Also, ja, gut. Wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.